Wie ich sehe, sind Sie aufgewacht. Wo bin ich hier? Sie sind in Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen. In Sicherheit? Wie definiert sich diese Sicherheit? Durch die Gitterstäbe? Bin ich sicher vor Ihnen? Ihre Fragen müssen warten. Erst einmal würden wir gerne ein paar Dinge wissen. Mein Mitarbeiter hat ein Foto bei Ihnen gefunden. Und zufällig war er als Barkeeper auf dem gleichen Schiff wie die junge Dame auf diesem Foto. Wer ist sie? Das geht Sie gar nichts an. Ich will hier raus. Aber, ganz ruhig. Ich glaube, Sie verkennen ein wenig die Situation. Schauen Sie, mein Mitarbeiter hat eine Waffe. Sie hingegen haben keine. Und noch ein wichtiger Punkt. Mein Mitarbeiter wird Sie ganz einfach über den Haufen schießen, wenn Sie unsere Nerven zu sehr strapazieren. Sind jetzt alle Unklarheiten beseitigt? Ja, ich denke schon. Gut. Wir wollen Ihnen ja gar nichts tun. Ganz im Gegenteil, wir wollen Ihnen helfen. Aber dafür erwarten wir auch ein wenig Hilfe von Ihnen. Also, wer ist die Dame auf dem Foto? Meine Ex-Freundin. Name? Nina Kalenko. Aber warum wollen Sie das wissen? Worum geht es eigentlich? Na. Wer stellt hier die Fragen? Gut, Ihre Freundin hat anscheinend ein ähnliches Problem wie Sie. Sie hat noch nicht verstanden, wer hier die Regeln bestimmt. Wir würden gerne wissen, wo genau sie sich derzeit aufhält und was sie als nächstes tun will. Nina? Woher soll ich das wissen? Haben Sie denn immer noch nicht verstanden? Okay, also nochmal. Entweder Sie sagen uns, was wir wissen wollen, oder aber... Oder was? Oder wir müssen ohne Ihre Hilfe auskommen. Aber dann wird es schmerzhaft für Sie und für Ihre Ex-Freundin. Sie sehen, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ich habe jetzt ein paar wichtige Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Aber ich werde bald zurück sein und es wäre wirklich sehr schade, wenn Sie sich bis dahin nicht für etwas mehr Kooperation entscheiden würden. Schade für Sie und schade um Frau Kalenko. Das soll das unglaublich geheime Archiv von Kardinal Coubertin sein, das wir suchen? Es muss die richtige Spur sein. Wir werden dieses Archiv finden. Wir dürfen einfach nicht versagen. Hallo? Hören Sie mir zu? Ja, klar. Und? Hier werden wir ja wohl nicht mehr viel finden, oder? Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Wir müssen hier einfach richtig sein. Sie sehen aber schon, dass hier nur noch ein paar Grundmauern stehen, oder? Ja, aber dieser Ort entspricht haargenau der Beschreibung. Es muss also... Also, was machen wir jetzt? Wenn ich das mal wüsste. Vielleicht lassen sich irgendwo noch alte Baupläne oder historische Dokumente finden, die uns einen Hinweis geben. Alte Baupläne? Für eine Ruine? Haben Sie eine bessere Idee? Nein, vermutlich nicht. Wir müssen es zumindest versuchen. Eine Alternative gibt es ja wohl nicht. Kommen Sie mit? Danke, aber dann bleibe ich lieber hier und schaue mich noch etwas um. Keine Ahnung wonach, aber bevor ich Ihnen beim Studieren von lateinischen Schriften hilflos über die Schulter schauen muss... Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich kann zwar beim besten Willen nichts entdecken, was wir hier übersehen haben könnten, aber sicher ist sicher. Wir treffen uns dann hier? Gut, wünschen Sie mir Glück. Wir brauchen es jetzt dringender als jemals zuvor. Mach ich. Ich wünsche Ihnen alles Glück dieser Erde. Danke, Ihnen auch. Vielleicht finden Sie ja tatsächlich was. Bis später. So, dann will ich mir die Ruine nochmal genauer anschauen. Und damit endlich hallo und herzlich willkommen zurück zu The Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge waren wir ja noch an einem anderen Ort, nämlich im Weinkeller. Was ist das denn für ein Schalter? Ach, das ist ein Stein. Der Stein ist lose. Mit ein wenig Anstrengung... Ups. Ich hoffe, da war jetzt nichts, was ich noch nehmen sollte. Meine Mutter mahnte immer, Kindchen spiel nicht in baufälligen Gemäuern. Wie recht sie doch hatte. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe keine Ahnung, Nina. Durch diesen Eingang kam man wohl früher hierher. Man musste also nicht jedes Mal durch die Decke brechen. Naja, ich meine, hat auch was, immer durch die Decke zu brechen.
Institio finis via est. Das sagt mir was, via est. Das sagt mir was. Oh, einige der Buchstaben lassen sich drehen. Okay, dann war es wohl doch nicht via est. Okay, ist jetzt nur die Frage. Institio. Via est. Gute Frage, nächste Frage. Moment, es... Ach, Moment. Das sind zwei Wörter, oder? Das hier kommt mir so komisch vor. Via, vive, vive. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich mit diesen drehbaren Buchstaben anfangen soll. Über den Sinn dieser Aktion lässt sich also durchaus streiten. Vive, vive ist... Keine Ahnung. Ich gucke erstmal, ob wir vielleicht irgendwo einen Hinweis finden. Moment, Spalt. Durch den Spalt kommt ein kalter Luftzug. Was sich wohl dahinter befinden mag? Ich krieg nicht mal die Finger dazwischen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir kaum vorstellen kann, eine massive Steintür mit den Fingern aufzubekommen. Da geht's hoch zur Ruine. Kannst du da vielleicht wieder hochklettern? Tja, wie komme ich hier nur wieder raus? Moment, ich habe einen Plan. Ein Plan, der sich bereits seit Jahrtausenden bewährt hat. Ausgeklügelt, raffiniert und der perfekte Rettungsplan schlechthin. Mal sehen, ob er funktioniert. Hilfe! Hilfe! Hol mich hier raus! Hilfe! Ist da jemand? Hallo? Hier! Hier unten! Helfen Sie mir! Wie sind Sie denn da runtergekommen? Der Boden hat plötzlich unter mir nachgegeben. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich diese Unterhaltung gern oberirdisch fortsetzen. Können Sie mich hier irgendwie rausholen? Warten Sie, ich habe eine Idee. Vielen Dank. Sie haben mir vermutlich das Leben gerettet. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Ich interessiere mich für diese alte Kapelle und wollte sie mir etwas näher anschauen. Aber viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Nein, sie wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff größtenteils zerstört. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Sie? Ja, ich. Wenn man den ganzen Tag Langeweile hat, muss man sich halt mit irgendwas beschäftigen. Und ich beschäftige mich nun mal mit Geschichte. Super! Dann können Sie mir ja vielleicht was über Kardinal Coubertin sagen. Er hat diese Kapelle doch errichten lassen, oder? Ja, hat er. Aber wirklich viel ist von ihm nicht bekannt. Alle Aufzeichnungen, die während seiner Amtszeit gemacht wurden, befinden sich in seinem Archiv. Und wo finde ich das? Das weiß keiner so genau. Nach seinem Tod wurde eifrig danach gesucht, aber es konnte bis heute nicht gefunden werden. Man weiß nicht einmal mehr, wo er beerdigt wurde. Das Einzige, was ich noch weiß, er hatte einen Verwalter, der sich nach dem Tod des Kardinals im Jahre 1663 um dessen Erbe gekümmert hat. Dieser starb 10 Jahre später. Und die Leiche fand man erst eine Woche nach seinem Ableben in seiner armseligen Kellerwohnung. Er müsste ebenfalls auf diesem Friedhof beerdigt sein. Wo genau, weiß ich aber leider nicht. Ich weiß nicht einmal, wie er eigentlich hieß. Michel, glaube ich. Oder zumindest so ähnlich. Immerhin eine Spur. Zwar nur eine sehr kleine, aber besser als nichts. Keine weiteren Hinweise? Nicht wirklich. Man kannte ihn wohl ja auch kaum. Kardinal Coubertin hatte ihn auf einer seiner Reisen kennengelernt. Er stammte also nicht aus dieser Gegend. Hinzu kam, dass er sich sehr selten auf der Straße blicken ließ. Und wenn, dann nur derart vermummt, dass die Leute schnell angefangen haben zu tuscheln. Er stand fast 40 Jahre in Diensten des Kardinals. Okay, ich werde mich hier noch ein wenig umschauen. Vielen Dank nochmal für die Rettung und für die kleine Geschichtsstunde. Gern geschehen. Ich bleibe noch ein bisschen, wenn Sie also noch Fragen haben. Bei dieser Kapelle komme ich ohne zusätzliche Hinweise nicht weiter. Vielleicht sollte ich mich mal auf die Suche nach dem Grab dieses Verwalters machen. Okay, ich habe irgendwie so das Gefühl, wie das ja meistens so ist in solchen Spielen. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Tun Sie das.
dass das jetzt wichtige Hinweise gewesen sind. Ach so, stimmt. Weißer König? Der Stein ist hellblau und es ist ein stilisierter weißer König darauf abgebildet. Das heißt, wir müssen noch Schach spielen, oder wie? Ein Komposthaufen. Okay, schon gut. Ich wühle mich mal wieder durch den Dreck. Keine Ahnung, was die uns bringt, aber wir haben eine Kerze gefunden. Und einen Flock. Okay, also sollte der Typ sich als Vampir rausstellen, können wir uns zumindest wehren. Eine halb heruntergebrannte Kerze. Ein alter Holzpflock. Quark. Hallo? War das eine Anspielung? Eiffelturm? Wohl eines der berühmtesten Wahrzeichen der Welt. Und es erinnert mich daran, dass man Städte auch zum reinen Vergnügen besuchen kann. Könnte. Müsste. Durchgang. Da komme ich, glaube ich, her, nehme ich mal an, ne? Das heißt, wir gehen am besten hier. Ja, ich wollte gerade sagen, hier rum. Ich werde mich mal auf die Suche nach dem Grab von diesem Verwalter Michel machen. Keine sonderlich heiße Spur. Aber da er anscheinend Kardinal Coubertin sehr nahe stand, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich da etwas herausfinden kann. Hier gabelt sich der Weg in drei Richtungen. Gräber aus den 1650er, aus den 1660er und aus den 1670er Jahren. Hat er irgendwas zum... Also er hat gesagt, dass er 40 Jahre, glaube ich... im Dienst von diesem Kardinal oder was das war, da gestanden hat, ne? 40 Jahre, na gut, das ist alles 1600, ne? Versuchen wir es mal hier. Die Gräber scheinen hier nach Wohlstand geordnet zu sein. Auf der einen Seite die Armen, auf der anderen Seite die Reichen. Wo lang? Kellerwohnung, oder? Also der Kardinal oder was war reich, aber er war nur angestellt. Also würde mal ich sagen, sehen, ob ich hier fündig werde. Ich meine, arm ist so... Die legen hier wohl sehr großen Wert auf Ordnung. Eine Trennung zwischen Junggestorbenen und solchen, die in hohem Alter das Zeitliche gesegnet haben. Ja, was nennen die jung und was nennen die alt? Also, wie gesagt, der hat 40 Jahre bei dem Typen gearbeitet. Das heißt, ich sag mal, dass er vielleicht mit 20 Jahren angefangen hat zu arbeiten, mit 18, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal 20 grob aufgerechnet, der wäre 60. Also würde jetzt für mich schon zu den Älteren zählen. Ich weiß ja nicht, was die mit jung meinen. Aber ich denke mal, jung ist vielleicht bis 30 oder so, keine Ahnung. Nehmen wir mal diesen Weg. Und noch eine Sortierung, scheint aber die letzte zu sein. Diesmal wird unterschieden nach Frauen, Männern und Familien. Jede deutsche Behörde hätte hier ihre helle Freude. Frauen, Männern und Familien. Ja, er ist ein Mann gewesen, oder? Obwohl... Nee, Michel... Michel hieß der, oder? Also eine Frau. Jetzt bin ich verwirrt. Michel, meine ich, hat er gesagt. Mal sehen, wohin dieser Weg führt. Ob ich hier richtig bin? Der Verwalter des Kardinals wird ja wohl kaum eine Frau. Oder vielleicht doch? Michel, ja. Der Verwalter war tatsächlich eine Frau. Kein Wunder, dass sie sich kaum in der Öffentlichkeit zeigte. Und wenn, dann auch nur vermummt, falls das bekannt geworden wäre. Ich vermute, dass man diesen skandalösen Umstand damals bei der Beerdigung entdeckt und zu vertuschen versucht hat. Deswegen ist das Grab wohl auch in Vergessenheit geraten. Hoffentlich finde ich hier einen entsprechenden Hinweis, der mich weiterbringt. Aber hey, ich habe fast nicht mehr dran gedacht. Also, weil ich habe nämlich eben noch gedacht, hört sich ja an wie Michael. Und er meint ja irgendwie... Michel oder sowas? Oder so ähnlich? Ach so, Michel hat er gesagt, nicht Michel. Okay, ich hab's falsch im Kopf. Auf jeden Fall könnte ich mich noch dran erinnern, dass ich gedacht habe, okay, es hört sich ja so an wie Michael. Und hab irgendwie Michel draus gemacht, keine Ahnung.
Ach, das sind aber umgedrehte Buchstaben. Moment. Das A ist nach rechts umgedreht. Ich denke mal, das ist ein J. Heißt das, wir müssen zwei Sachen umdrehen? Nee, Moment. Male. Das ist ein F, oder? Das ist so... Nee, ach so, oh, ich hätte fast das S nicht gesehen. Das heißt, das A ist quasi, je nachdem wie weit das gedreht werden kann, zweimal nach rechts. Das F, zwei müsste dann dreimal nach links sein. Ich male mir das am besten mal eben auf, Moment. Das ist vielleicht einfacher. Also das S ist so nach links gedreht. Das A, jetzt muss ich den Zettel hier erstmal drehen, Moment. Das A liegt quasi so komplett auf der Seite, so. Und das F ist so, so. Also es ist jetzt, wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich für ein komisches F hier gerade gemalt habe. Aber egal. So, die anderen Buchstaben, die sind aber alle richtig, ne? Weil das S hier vorne hätte ich mich auch fast übersehen. Ich weiß nicht, ob dieser Strich, ob das richtig ist, dass der, also ob man das auch irgendwie... Aber ich glaube, nee, man konnte, glaube ich, nur Buchstaben umdrehen, ne? Striche konnte man, glaube ich, nicht. Aber ich merke mal den Strich so nach rechts oben. Hier war das doch jetzt, oder? Ja. Hm. Ja, guck's dir an, Nina, komm. Ja, ja, hier war kein Strich dabei. Die Frage ist jetzt nur... Muss ich jedes S umdrehen? So. Ich mache erstmal ein S. Ich weiß, oder wir müssen jedes S umdrehen. Ich weiß es halt nicht. Moment, jetzt geht's schon los. Ach, Moment, das war das A hier, ne? Ja, 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 okay. Dann das A, das war so nach rechts. Und, was ist denn das nochmal für ein Buchstabe? Achso, ein F, genau. Das wäre dann das hier. Das ist so, so schräg. Passiert nichts. Dann würde ich sagen, machen wir die anderen S auch mal so. Geschafft. Ah. Ich bin wirklich ein Genie. Nein. Nun ist natürlich mal wieder keiner da, um das ausreichend zu würdigen. Nein, Nina, ich bin heute mal das Genie. Also ich habe das ja nicht oft. Und ich musste es mir auch aufschreiben, weil ich es mir sonst nicht gemerkt hätte. Das muss ich ja zugeben, beziehungsweise aufmalen. Aber diesmal bin tatsächlich ich das Genie. Hinter dem Abgrund befindet sich ein weiterer gemauerter Raum. Da ich ein grundpositiver Mensch bin, hoffe ich einfach mal, dass sich dort das gesuchte Archiv befindet. Okay. Da komme ich nicht rüber. Wenn man sich die Sicherheitsvorkehrungen so anschaut, dann besteht aber durchaus die berechtigte Hoffnung, dass sich dahinter das gesuchte Archiv befindet. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs zu sein. Auf der Tafel daneben steht ein Text. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Mhm. Bringt uns das irgendwas? Also ganz ehrlich, Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence zurückgezogen und seine Optionen waren schlechter denn je. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Währenddessen schaute sich sein Widersacher. Moment, König müsste dann unten rechts sein. Weil hier unten war ja wie so ein Schachbrett. Das
ist das dann unten rechts oder ist das dann unten rechts? Weil hier... Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Bevor ich die nicht alle eingesetzt habe, brauche ich mich erst gar nicht um die Positionierung zu kümmern. Passt. Scheint fast so, als stamme der Stein aus diesem Mosaik. Ob es für die übrigen freien Felder ebenfalls noch passende Steine gibt? Also, anhand der Karte, die wir jetzt gesehen haben, wobei das natürlich ein bisschen komisch ist, weil das hier scheint auf dem Kopf zu stehen, würde ich nämlich sagen, dass der hier unten rechts hin muss, weil da ja die Provence war. Das heißt, wir müssen noch 4 andere finden. Ja, das heißt, wir können jetzt hier erstmal noch gar nichts machen. Das liegt da halbwegs stabil und das soll auch so bleiben. Schließlich möchte ich den Rest meines Lebens nicht hier unten verbringen. Ist ja gut, du solltest ja auch nur nach oben gehen. Keine Panik. So, dann würde ich sagen... Ach, hier haben wir noch nicht geguckt. Der Altar ist aus einem einzigen massiven Stein und hat deshalb die Jahrhunderte zumindest halbwegs unbeschadet überstanden. Ich glaube, hier kann man sonst auch nichts mehr angucken, ne? Nee. Können wir mit dem Typ dann vielleicht nochmal reden? Der hat ja extra gesagt, er ist noch da. Und wo ist hier unser Freund Hallo, eigentlich? Hallo, ich hätte da noch etwas, bei dem Sie mir vielleicht weiterhelfen könnten. Gern, immer raus damit. Ich habe da drin ein Mosaik entdeckt, von dem aber offensichtlich ein paar Steine fehlen. Hier oben im Altarraum fand ich einen hellblauen Stein, der perfekt ins Mosaik passt. Ich vermute, dass es noch mehr solche Steine gibt. Vielleicht ebenfalls in diesem sonderbaren Hellblau. Haben Sie zufällig eine Ahnung, wo ich solche Steine suchen könnte? Nein, nicht wirklich. Schade, wäre ja auch zu schön. Halt, warten Sie. Vielleicht habe ich doch eine Idee. Durch die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs wurden hier zahlreiche Gebäude zerstört. Ja? Alle noch halbwegs brauchbaren Steine der zerstörten Gebäude, darunter auch die dieser Kirche, wurden zum Wiederaufbau verwendet. Wiederaufbau wovon? Da wäre zunächst die kleine Brücke hier, ganz in der Nähe. Dann die alte Metrostation. Das Gefängnis gehörte auch dazu, glaube ich. Prima, dann... Ah ja, und der Zoo. Ganz schön viele Gebäude. Wo könnte ich denn Ihrer Meinung nach am ehesten fündig werden? Die wurden fast alle gleichzeitig errichtet. Aber zumindest im Zoo brauchen Sie derzeit nicht zu suchen. Der hat nämlich noch nicht geöffnet. Okay, dann kann ich mir den also erstmal sparen. Können Sie mir sagen, wie ich zu diesen Örtlichkeiten komme? Ich habe noch eine Karte von der Touristeninfo. Die kann ich Ihnen gern geben. Warten Sie, ich markiere kurz die für Sie relevanten Örtlichkeiten. Dann will ich mich mal auf die Suche nach den fehlenden blauen Steinen machen. Am besten fange ich auf dieser Brücke an, die hier ganz in der Nähe sein soll. Das ist ja mal ein interessantes Phänomen. Ein lokaler Regenschauer, der genau in der Mitte der Brücke aufhört. Der untätig rumstehende Straßenfeger ist zwar nicht ganz so beeindruckend, aber immerhin passt er halbwegs stimmig ins Bild. Leider ist nirgends ein Stein zu sehen, der in dieses Mosaik passen könnte. Vielleicht befindet er sich ja auf der anderen, völlig verdreckten Seite der Brücke. Okay, jetzt muss ich wohl dazu sagen, dieses Phänomen habe ich tatsächlich mal gehabt als kleines Kind, als ich mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin. Weil wir sind immer wieder um den gleichen Berg rumgefahren und so blöd das auch klingt, auf der einen Seite war es wirklich Sinnflut, also da war es am Regnen ohne Ende und am Gewittern und total dunkel und alles. Und sobald wir wieder auf die andere Seite gekommen sind, da war strahlender Sonnenschein. Also ich habe in meinem Leben nie wieder irgendetwas Vergleichbares gehabt, muss ich dazu sagen, nie wieder. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich auch ewig daran erinnern. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass plötzlich auf der Regenseite oder was, die Sonnenseite, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, dass da eine Kuh mitten auf der Straße stand und die nicht weggehen wollte. Und ich weiß noch, dass da einer war, der versucht hat, die von der Straße wegzuziehen, aber die blöde Kuh wollte sich nicht bewegen. Und ja, das sind so Kindheitserinnerungen, ich glaube, das vergisst man nie. Ja, wenn wir uns jetzt aber aufmachen müssen, um noch die restlichen 4 Steine zu finden, würde ich ehrlich gesagt sagen, mit einem Seitenblick auf unsere Zeit, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann die restlichen 4 Steine in der nächsten Folge besorgen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.